Es geht um Erziehung zum Pflichtbewusstsein im Sinne dessen, was ich gesagt habe, Kinder in Anspruch nehmen und zur Übernahme von Verantwortung. Aber alles zu dürfen und nichts zu sollen, das geht nicht gut aus. Denn zum einen zerfiele damit jedes Gemeinwesen, zum anderen wäre dies eine permanente Überschätzung und Überforderung der Kinder. Mein Anspruch lautet, wir brauchen eine Renaissance der Prinzipien Arbeit und Leistung, die wir so lange diskreditiert haben. Arbeit und Leistung übrigens, wenn Sie gläubige Christen sind, sage ich das für die, sind Christenpflicht. Die Soziallehre der katholischen Kirche sieht es ähnlich in der Enzyklika Rerum Novarum aus dem Jahr 1891 des Arbeiterpapstes Leo XIII. Oder die Enzyklika 90 Jahre dann von Johannes Paul II. Verkündet Laborem Exercens, sieht die Arbeit als eines der Kennzeichen des Menschen, die ihn gerade eben von anderen Geschöpfen unterscheidet. Leider aber tut unsere Spaß- und Freizeitgesellschaft so, als ginge alles ohne Arbeit und ohne Anstrengung. Und in der Folge erfahren Arbeit und Leistung direkt oder zumindest subtil Diskriminierungen. Ich habe es angedeutet, in den Konnotationen mit Stress, Druck, Ausbeutung, Terror und so weiter. Wer aber die Prinzipien, und jetzt will ich durchaus mal politisch-philosophisch argumentieren, wer aber die Prinzipien Arbeit und Leistung solchermaßen diskreditiert, setzt zugleich revolutionärste demokratische Prinzipien außer Kraft. In unfreien Gesellschaften sind drei Gs: Geldbeutel, Geburtsadel, Gesinnung, Geschlecht, Allokationskriterien, also Kriterien für die Positionierung von Menschen in Gesellschaft, in Karriere, auf Karriereleiter. Freie Gesellschaften haben anstelle dieser vier Gs das Kriterium Leistung und Arbeit vor den Erfolg und vor den Aufstieg gesetzt. Das meine ich mit revolutionärem demokratischem Fortschritt. Übrigens ist das Leistungsprinzip auch die große Chance zur Emanzipation jedes Einzelnen. Und ich füge dazu, bei aller Achtung sozial Schwacher, die man im Sinne von Subsidiarität und Solidarität und Nächstenliebe, hätte man früher gesagt, natürlich mitnehmen muss. Viele, viele Chancen liegen auf der Straße. Aber Chancen sind Chancen und keine Garantien. Und noch anderes hinzugefügt, auch Sozialstaatlichkeit, Sozialpolitik ist nur mit dem Leistungsprinzip, mit der millionenfachen Anstrengung der Menschen, der Bürger zu tun. Nur mit dieser millionenfachen Leistung von Millionen Bürgern ist auch Sozialstaat finanzierbar. Ein dritter Unterpunkt an diesem Kapitel. Erziehen heißt Zeit für Kinder haben. Zeit für Kinder haben. Mit Zeit meine ich nicht unbedingt die großen und geplanten gemeinsamen Unternehmungen. Natürlich sind diese auch wichtig. Das gemeinsame Feiern, auch das ritualisierte Feiern von Festen, die gemeinsamen Ausflüge, der gemeinsame Urlaub, die gemeinsamen, wenn es das hoffentlich noch gibt, Konzert, Theater, Film, Kino oder Museumsbesuche, die gemeinsamen Besuche bei Bekannten, bei Verwandten, auch bei Kranken. Genauso wichtig aber ist auch die unstrukturierte, die unverplante Zeit in der Familie. Zeit für Kinder zu haben heißt, einfach da zu sein, zum Beispiel vorzulesen. Und die Korrelationen sind ja in der Gruppe mal deutlich gemacht worden. Was alleine das Vorlesen und das Erzählen, beide sind ja die klugen Mütter und Tanten des Lesens, und das Lesen wiederum macht den Bildungserfolg aus, wie wichtig das ist. Zeit, wie gesagt, der wichtigste Erziehungsfaktor. Das gilt für die Schule, die wir ja zum Teil auch einen Beschleunigungswahn aussetzen, und es gilt für Familie. In der Schule haben wir die Zeit oft nicht, aber die Familie hat sie. Man muss sie sich einfach nur nehmen, und man hat sie in der Familie ja eigentlich auch. Bedenken Sie, meine Damen und Herren, und Österreich wird da nicht recht viel anders liegen, was die Kinderzahl pro Familie betrifft, als Deutschland. Die Zahl der Kinder pro Familie ist immer geringer geworden, die Arbeitszeit der Eltern ist immer kürzer geworden und damit die Freizeit gewachsen. Also hätte man eigentlich rein statistisch und rechnerisch immer mehr Zeit für die immer weniger Kinder, die man hat. Fast Education dagegen bringt nichts, meine Damen und Herren. Das sage ich gerade auch mit Blick auf die Väter, deren Erziehungshandeln sich oft darin erschöpft, ich nehme mich selbstkritisch nicht ganz aus, zu glauben, man könne ausgerechnet beim sonntäglichen Mittagessen alle Erziehungsprobleme dieses unseres Landes und dieser meiner Familie lösen. Sie können sich vorstellen, wie manche solche Sonntage enden. Ein vierter Unterpunkt.
Erziehen heißt Mut zur Autorität und Mut zum Vorbild haben. Viele erziehen in Familie und Schule, erstmal wieder die kritische Diagnose, wollen heutzutage Partner der Kinder sein. Dabei meine ich noch nicht einmal das Phänomen, dass einzelne, alleinerziehende Elternteile ihr Kind als Ersatzpartner sehen. Das Phänomen haben wir ja auch. Nein, damit meine ich das Phänomen, dass manche Eltern glauben, bereits Schulkinder müsse man so behandeln, als wären sie auf einer Augenhöhe mit den Erwachsenen. Ich erlebe es immer wieder bei 10-Jährigen, wo die Mama fragt, magst du in die Schule, wo der Herr Kraus ist? Ja. Nein, Kinder sind mit einem solchen Partnersein überfordert. Kinder brauchen vielmehr positive Autoritäten und authentische, also sich selbst treue Vorbilder. Solches zu sein, ist gewiss anstrengend für Erwachsene, für Erzieher. Vorbild zu sein setzt nämlich voraus, ihr da, ihr aus der Erwachsenengeneration, tragt euren Zuwachs an Jahren und Erfahrung doch bitte mit Würde. Zwar gehört es zu unseren uralten Sehnsüchten, ewig jung zu sein. Das Gemälde mit dem Titel Der Jungbrunnen von Lukas Cranach, dem Älteren aus dem Jahr 1546, ist ja bildhafter Ausdruck dieser Sehnsucht, wenn Sie es vor Augen haben. Links steigen die Alten und Kranken in den Brunnen, rechts steigen die Jungen und Knackigen heraus. Aber, meine Damen und Herren, die auf knackig gestylten, die Berufsjugendlichen, die es auch unter den Erziehern gibt, das sind keine Erwachsenen. Mit solchen Erwachsenen machen wir aus Kindern keine Erwachsenen. Vielmehr brauchen unsere Kinder erwachsene und ausgewachsene Vorbilder. Solche erwachsenen Vorbilder brauchen wir auch in puncto Lebenszuversicht. Schlechthin gilt schlechte Laune als Merkmal aufgeklärten Daseins. Unsere jungen Leute können aber keine ausgeglichene Laune haben, wenn sich die Alten ständig den Puls messen und die Realität weinerlich, hypochondrisch untertunneln oder wenn die Alten ständig auf dem Trip zu immer neuen Wellnessunternehmungen und immer noch mehr Endorphinen und Events sind. Vorbilder brauchen wir sodann im öffentlichen Leben. Was eine Pseudo-Elite an Semi- oder Prolo-Celebrities vorlebt, ist übel, ist ein Schlag ins Kontor von Erziehung und ist natürlich oft genug pädagogisch ein GAU, ein größter anzunehmender Unfall. Wir brauchen Elite, ja, nicht die Pseudo-Elite der Celebrities, wir brauchen Eliten, im Plural gesprochen. Wir brauchen Eliten nicht zuletzt als Vorbilder, und zwar als echte Eliten, bei denen neben dem Karrieregedanken, der völlig legitim ist, der Gedanke des Dienens und des Respekts und der Verantwortung und der Ethik eine maßgebliche Rolle spielt. Hoffentlich alles miteinander in Personalunion. Das gilt zumal für Machteliten, deren Spitzen nicht umsonst Minister heißen. Übrigens, für die, die Latein gehabt haben, Ministrare kommt von lateinisch dienen. Plakativ könnte man sagen, Elite heißt verdient machen durch Dienen am Gemeinwohl, heißt Treuhänder der Allgemeinheit zu sein. Bedeutet im Sinne Ortega y Gasset, von sich selbst mehr zu fordern als von anderen. Dann haben wir auch wieder Vorbilder. Ein viertes Kapitel, wieder mit ein paar Unterpunkten. Was heißt und wie gelingt Erziehung in der Schule? Erster Unterpunkt. Erziehen beginnt auch in der Schule im ganz, ganz Kleinen. Da braucht man kein Programm dazu. Da braucht man keine Workshops dazu, um irgendwelche Zielperspektiven zu projektieren. Hier brauchen wir unter uns Lehrern wieder mehr Courage. Im Kleinen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass unsere Schüler gewisse Regeln an Ordnung und Pünktlichkeit einhalten müssen oder dass wir obszöne Worte und Gesten absolut nicht dulden. Ich weiß, da schauen viele von uns Lehrern weg, aus Bequemlichkeit oder Resignation. Anderer Unterpunkt. Erziehen in der Schule setzt eine allgemeine, eine öffentlich anerkannte Autorität von Schule voraus. Diese Autorität hat gelitten. Sie hat gelitten, weil man die Schule zum Buhmann und zur Versagerinstitution erklärt hat. Ich habe das zum Teil auch in Ihrem Land beobachten können, durch das ich in den letzten 2 Jahren immer wieder als eingeladener Referent viel gereist bin. Das macht sich immer gut, am Stammtisch auf Schule zu schicken. Denn mit Schule kennt sich ja jeder aus. Man hat sie ja schließlich selbst besucht oder kennt zumindest einen, der mal Schule besucht hat. Die Autorität von Schule aber hat gelitten, weil es genug dümmlich populistische Sprüche
über Lehrer zum Beispiel und Schule gab. Für einen früheren Ministerpräsidenten und späteren deutschen Bundeskanzler, aber das ist jetzt nur ein Beispiel, aus Gründen der parteipolitischen Ausgewogenheit müsste ich jetzt von jeder Partei solche Leute nennen, würden mir auch sofort welche einfallen aus Deutschland. Ja. Für den waren Lehrer faule Säcke. Für den Ministerpräsidenten eines anderen Bundeslandes alle Lehrer über 50 faule Hunde, meine Damen und Herren. Und da muss man sich natürlich nicht wundern, wenn Schule als Institution keine Autorität mehr ausstrahlt, nicht mehr ernst genommen wird. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn zumindest bei uns in Deutschland in der Demoskopie der Lehrerberuf in der Rankingskala, in der Imageskala ziemlich weit hinten steht, ja, gerade so auf der Höhe von Politikern und Journalisten. Weiterer Unterpunkt. Erziehen in der Schule heißt, ohne kulturell bedeutende Inhalte geht das nicht. Die Inhalte sind es letztendlich auch, die erzieherisch wirken. Deshalb ist es mir ein Gräuel, dass man heute sagt, auf Inhalte kommt es nicht an, nur Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen sind gefragt. Ich sage da manchmal polemisch, ja, die allerwichtigste Kompetenz ist die Inkompetenz-Kompensationskompetenz. Das bringen wir unseren Schülern bei und dann haben sie natürlich sehr bald die obersten öffentlichen Ämter errungen. Und es ist mir ein Gräuel zu vernehmen, dass es in Bildung in erster Linie, auch die Leute gibt es, um PISA-Rankingplätze gehe, um das Messbare gehe, um das beruflich Verwertbare, um das Nützliche gehe. Natürlich, auch darum geht es. Ja. Aber es gab sogar schon Leute in meinem Land, die meinten, in der Schule könne man doch auf den Unterricht in Musik und Sport verzichten. Schließlich kann man das auch außerhalb der Schule, im Sportverein, in der Musikschule machen. Und die Zeit dafür für Nützliches verwenden. Schließlich seien das ja im Sinne der globalen Wettbewerbsfähigkeit unwichtige Dinge. Und damit ich niemanden auslasse, füge ich hinzu, es gibt sogar Elternfunktionäre in meinem Land, in meinem Freistaat, die ernsthaft fragen, wozu denn im Gymnasium, in der Oberstufe heutzutage noch Goethe oder Shakespeare lesen? Da könnte man doch nochmal ein Schuljahr streichen. Mit 4 Einschulen, mit 16 Matura, mit 19 den Bachelor. Ich sage dann immer dazu, in polemischer Extrapolation, bei den heutigen Fortschritten der Pränatalmedizin können wir auch die Schwangerschaft auf 6 Monate verkürzen. Dann kommen die Frauen schneller in die Karriereleiter und die jungen Leute kurze Zeit danach ja auch. Nein, meine Damen und Herren, das wäre mir eine Horrorvorstellung von wertfreier und letztendlich dekultivierter Schule, die auf so etwas verzichtete. Nein, wenn es um Erziehung und Bildung geht, dann müssen wir gerade in diesen Fächern, die PISA übrigens nicht misst, Literatur, Geschichte, Politik, ästhetische Grundbildung und so weiter, gerade in diesen Bereichen uns wieder auf die Hinterbeine stellen, weil das Orientierung vermittelt, weil das Werte vermittelt. Es geht in Bildung um den Eigenwert des Nichtmessbaren, des Nichtökonomischen. Bildung kann nicht gedeihen am Pflock des Augenblicks irgendwelcher ökonomistischer Vorstellungen. Allerdings ist es schon betrüblich, aber dagegen argumentiere ich an, dass auch Teile der Pädagogik meinen, allein die Sprache ist ja dann schon verräterisch, auch Teile der Pädagogik meinen, voranmarschieren zu müssen in naiven Glauben, Bildung handeln zu können wie das Marketing einer Zahnpasta. Noch ein Unterpunkt. Erziehen als Lehrer heißt, Anwalt sein für die Jugend. Nun, Sie haben es an den Eingangszitaten gehört. Es scheint ja urmenschlich zu sein, dass die Alten über die Jungen schlecht reden. Plato, babylonischer Tonziegel. Das ist nicht in Ordnung. Ich verstehe mich auch als Anwalt von Jugend. Damit meine ich, man muss um die Verfehlungen Bescheid wissen, aber man muss auch bereit und willens sein, alles ins Feld zu führen, was für die oft so unrecht am Pranger stehende Jugend spricht. Und es spricht vieles für sie. Es gibt keinen generellen Werte- und Erziehungsnotstand, keinen generellen Orientierungsnotstand. Die heutige Jugend, ich glaube, das ist in Ihrem Land nicht anders als in meinem, ist im Gros. Das zeigen Shell-Studien, ich weiß nicht, sind in Österreich, glaube ich, nicht gemacht worden, aber der Begriff Shell-Studie, Jugendstudie ist Ihnen vielleicht bekannt, immer so im Abstand von 2, 3, 4 Jahren. Das zeigen diese Studien, dass wir heutzutage eine Jugend im Gros von einer Geradlinigkeit, von einem Pragmatismus und auch von einer gewissen Orientierungssicherheit haben. Aber diese Tatsache bleibt uns leider vorenthalten, weil die Öffentlichkeit sich auf die Minderheit der jugendlichen Aussteiger und Randalierer stützt.
Tatsächlich ist ein Großteil, das habe ich auch in meiner letzten Matura-Rede zur Entlassung der Abiturienten gesagt, nicht weil ich mich bei denen einschmeicheln wollte, sondern weil es meine Überzeugung ist, tatsächlich ist ein Großteil unserer Jugend sogar bodenständiger als manch Erwachsener in seiner zweiten oder dritten oder vierten Pubertät, wenn ihn die Midlife-Kreis ist, beutelt. Weshalb ja boshafte Menschen, zu denen ich ja nicht gehöre, boshafte Menschen meinen, es gäbe heute keine Erwachsenen mehr, sondern allenfalls Postadoleszente. Nein, die vergammelte, die verkorkste Jugend gibt es nicht. Im Gegenteil, Millionen, jetzt bezogen auf mein etwas größeres Land, Millionen junger Menschen gehen tagtäglich wie selbstverständlich ihren Aufgaben und Pflichten nach. Sie sind familiär, schulisch, beruflich, ökologisch, kirchlich, sportlich, sozial engagiert und motiviert. Diese Sensation des Normalen, diese Sensation des Positiven kommt aber viel zu selten rüber, weil sich Öffentlichkeit, Publizistik, zum Teil auch Politik, zum Teil auch Pädagogik an den 10 oder 15% junger Menschen berauschen, die aus dem Ruder laufen. Leider sage ich allerdings auch, ich will da Realist sein, mit steigender Tendenz, mit steigenden Prozentzahlen. Die vermeintliche Minderheit der 85 oder 90% ist aber dann in der öffentlichen Wahrnehmung nicht existent. Und da sage ich auch kurz und knapp, und das ist wahrscheinlich eines der wirksamsten Erziehungsmittel, wir loben unsere jungen Leute zu wenig. Dabei gibt es doch nichts Motivierenderes, als anerkannt und gelobt zu werden. Noch ein Unterpunkt. Erziehen als Lehrer heißt, erziehungswidrige Missstände mit Zivilcourage anprangern. Eduard Spranger hat einmal gesagt, die hauptsächliche Ursache negativer Prägungen unserer Kinder ist, jetzt wörtlich Spranger, die innere Unwahrhaftigkeit der Gesellschaft, nämlich da erziehen zu wollen und zu sollen, wo echte Erziehungsresultate eigentlich von der Gesellschaft gar nicht gewollt werden. Meine Damen und Herren, Spranger hat recht. Und wäre er heute auf der Welt, würde er das wahrscheinlich noch einiges drastischer formulieren. Denken Sie nur an den Schrott, den uns diese Gesellschaft und unseren Kindern medial zumutet. Ich nenne als erstes Beispiel die Unterschichten-Talkshows in den Nachmittagsprogrammen privater Fernsehanstalten, die ja vor allem von Deutschland zu Ihnen auch rüberkommen, glaube ich, in denen es nicht selten um die Frage geht, wer welche Busengröße am liebsten mag, wer im Intimbereich tätowiert oder gepierst ist, wer wen mit wessen Freundin betrogen hat. Ich nenne als zweites Beispiel die bei uns in Deutschland rund 5.000 bis 6.000 jugendgefährdenden Hackfleisch-Videos, die der Katalog der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien erhält. Ich nenne als drittes Beispiel Musikkanäle und eine Rockmusik, die voller verbaler Aggressivität steckt. Ich nenne als viertes Beispiel die immer realistischeren interaktiven Abknall- und Jagd-Computerspiele, Ego-Shooter-Spiele, die von geschäftstüchtigen, aber offenbar kranken Hirnen inszeniert, verkauft und ins Netz gestellt werden. Und ich nenne als fünftes Beispiel Sendungen wie Dschungelcamp und Big Brother, wo sich Prolos und Semi-Promis mit ihrer Intimität und mit der Bewältigung von Ekelaufgaben meinen, prostituieren zu müssen. Apropos Obszönität, noch einmal Sigmund Freud. Er hat einmal gesagt, der Verlust der Scham ist der Beginn der Verblödung. Leider hat er wohl recht. Auch eigene Verblödung sollte man allerdings schamhaft als etwas höchst Intimes behandeln und sich nicht in exhibitionistischen Bekenntnis-Talkshows prostituieren. Noch einmal Spranger. Es ist die innere Unaufrichtigkeit, ich würde jetzt sagen, die innere Verlogenheit der Gesellschaft, Erziehungsanstrengungen und Ergebnisse zu erwarten, wo man sie eigentlich gar nicht haben will oder gar konterkariert. In diesem Zusammenhang halte ich es für geradezu lachhaft, wenn sich der Produzent einer dieser Schmuddelsendungen, Big Brother, doch tatsächlich mit den Worten in einem Zeitungsinterview zitieren lässt, ich zitiere diesen Herrn, der Niedergang der Bildung treibt mich um. Meine Damen und Herren, angesichts solcher Schundproduzenten, die auch noch den Niedergang der Bildung dann beklagen, obwohl sie massiv daran mitwirken, fällt mir, Sie sehen, heute habe ich es mit den Österreichern, der alte Helmut Qualtinger ein, er würde sagen, solche moralische Entrüstung ist der Heiligenschein der Scheinheiligen. Getoppt wird solche Verlogenheit und Scheinheiligkeit dann von einem Sender, den nenne ich jetzt auch mal RTL, den Sie, glaube ich, auch empfangen können, der ja nun wahrlich alles andere als ein Bildungskanal ist,
der aber dann mit Erziehungssoaps à la Supernanny auf Erziehungsberatung macht. Übrigens, meine Damen und Herren, wussten Sie, dass RTL zu 90% Bertelsmann gehört, dass über seine Stiftung, wahrscheinlich ist es das schlechte Gewissen, auf heimliches Bildungsministerium in Deutschland macht. Was ich mit diesen Beispielen aber sagen möchte, es liegt an den Konsumenten dieses Schrotts und es liegt an couragierten Bürgern und Erziehern, ob dieser Schrott weiterhin um sich greift. Deshalb eindeutig gerade auch an Sie als Multiplikatoren mein Appell, protestieren Sie mit Bekannten und Verwandten dagegen, schreiben Sie Protestbriefe an Firmen, die in solchen Filmen und Sendungen Werbung schalten. Solche Zivilcourage lohnt sich. Denn man weiß, das ist jetzt wieder eine Zahl, die sich auf Deutschland bezieht, dass einer, der protestiert, bei einer Automobilfirma, den so etwas drin wirbt, als die Zuschrift von 5.000 gewertet wird. Weil man weiß, dass von 5.000, die sich ärgern, einer dann hinschreibt. Also tun Sie da etwas, das ist Ihre erzieherische Verpflichtung zur Zivilcourage. Und schließlich gilt auch, meine Damen und Herren, es gibt keine Bildungsoffensive ohne Erziehungsoffensive. Das hat damit zu tun. Als Resümee dieser letzten vier Unterpunkte halte ich fest, der Bildungsauftrag von Schule muss nicht neu definiert werden. Es muss in der Schule auch zukünftig Bildung den Primat vor der Erziehung haben. Das heißt nicht, dass Erziehung nachrangig ist. Erziehung ist integraler Bestandteil von Bildung, aber Bildung darf nicht überlagert werden, denn sonst qualifizieren wir unsere jungen Leute auch zu schwach. Zum Schluss, meine Damen und Herren, Nachrüstung hin oder her. Mut zur Erziehung heißt, Sisyphus-Arbeit als Erzieher auf sich zu nehmen und dennoch damit glücklich zu sein. Ich will jetzt nicht den Motivationstrainer für Sie spielen, aber denken Sie mal über diesen Gedanken nach. Sisyphus, das ist ja bekanntermaßen ein Held der griechischen Mythologie. Wir kennen ihn als den rastlosen Seefahrer, als listigen Herrscher von Korinth, ja, so will es manche sagen, Version, als unehelichen Vater des nicht minder listenreichen Odysseus. Vor allem aber kennen wir Sisyphos als gerissenen und zugleich tragischen Helden. Sympathischerweise hatte er den Todesgott Thanatos für ein paar Tage zu fesseln gewusst, sodass während dieser Fesselungszeit niemand mehr sterben musste. Da die Götterwelt solche menschliche List aber nicht dulden konnte, wurde Sisyphos in die Unterwelt verdonnert. Von dort entkam er mit einem Trick, allerdings auch wieder nur vorübergehend. Seine zweite Einweisung in den Hades ist dann mit einer heftigen Strafe verbunden, die Sisyphos als Unterweltler und als Mythos unsterblich macht. Er muss einen riesigen Felsblock, dieses Bild haben Sie vor Augen, einen steilen Berg hinaufwälzen, hat er ihn keuchend endlich zum Gipfel gebracht, rollt der Brocken unaufhaltsam wieder hinab in die Tiefe und die Plackerei beginnt von Neuem. Sie werden die Analogien wahrscheinlich jetzt, die ich jetzt bringen werde, längst erraten haben. So oder so ähnlich sehen sich heutzutage Tausende von Erziehern in Elternhaus und Schule. Kaum haben Sie ein Problem halbwegs gelöst, kommt schon das nächste. Apropos Sisyphos. Der französische Philosoph und Nobelpreisträger für Literatur des Jahres 1957, Albert Camus, hat unter dem Titel Mythos des Sisyphos 1942 einen philosophischen Essay veröffentlicht. Der Untertitel lautet übrigens Ein Versuch über das Absurde. Erschrecken Sie jetzt nicht, warum jetzt das Absurde auch noch kommt. Camus greift hier die existenzielle Grunderfahrung des Absurden auf, nämlich bestehend aus der Erfahrung einer permanenten Konfrontation von Geist und Faktizität, von Hoffnung und Wirklichkeit, von Intention und Ergebnis. Aus diesen Diskrepanzen helfe, so Camus, nur eine Revolte, in der die absolute Verneinung des Faktischen umschlägt in eine absolute Bejahung der gegebenen Welt. In seinem kurzen Sisyphus-Text gewinnt Albert Camus dem Sisyphus als Helden deshalb auch sehr, sehr viel Positives ab am Ende. Camus bewundert an Sisyphus unter anderem dessen Verachtung der Götter und dessen leidenschaftlichen Lebenswillen. Insofern ist es dann gar nicht so überraschend, dass dieser Camus-Essay mit dem Schlusssatz endet: Wir müssen uns
Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Nun, meine Damen und Herren, warum sage ich das? Weil ich hier zahlreiche Parallelen zwischen Sisyphus und Erziehenden sehe. Parallelen, die auf der Hand liegen, der auch in Sachen Erziehung gelegentlich notwendige Widerstand gegen vermeintliche bildungspolitische und erziehungswissenschaftliche Götter, meine Damen und Herren, zu dem ich Sie durchaus motivieren möchte, der Widerstand gegen den pädagogisch korrekten Mainstream. So gesehen können sich Erziehende dann wirklich auch als glückliche Menschen sehen, als Menschen nämlich, die wieder und wieder dieselben Aufgaben zu wälzen haben und die dies mit pädagogischem Ethos und falls notwendig mit pädagogischem Trotz tun. Diese pädagogischen, glücklich machenden Sisyphus-Aufgaben können motivierender und zukunftsträchtiger nicht sein, denn es geht um junge Menschen und um das, was diese an Wissen, Können, Kultur, Identität, Haltung in die Zukunft hineintragen. Das Erziehen und das Bilden von Kindern und das Formen von Kindern könnte von Erziehenden in Elternhaus und Familie, von Lehrern, insofern auch erlebt werden als Stolz, sage ich bewusst als Stolz darauf, dass man bei Nachkommenschaft an die 70 und 80 Jahre in die Zukunft hineinwirkt, nämlich über die ganze Spanne der langen verbleibenden Biografie der eigenen Zöglinge. Wer sonst als Erzieher, wer sonst als Lehrer, als Bildende kann das schon von sich sagen? In diesem Sinne, danke fürs Zuhören.